Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf der Motorsportmesse in Köln. Guten Tag. Es wird amüsant, weil die Messejäger sind wieder unterwegs. Eigentlich habe ich Messevideos immer gehasst, weil sie waren immer schwierig. Ton, Musik und so weiter. Ne? Aber das hat eigentlich ganz gut harmoniert und ich glaube auch, dass es heute ganz gut harmoniert. Weil, warst du schon mal hier? Ja, mit dir. Für alle Zuschauer, die noch nie hier waren, Motorsportmesse in Köln ist eigentlich eine Fachbesuchermesse. Das heißt, man kommt hier nur hin, wenn man ein Motorsportteam, ein Händler, irgendwas, Formula Student, sowas in der Richtung ist. Das heißt, jeder kann sich hier einfach registrieren. Ist kostenlos, kostet keinen Eintritt. Und dann kann man die Heilige Halle besuchen. Klein, aber fein. Ja. Gleich dazu, ne? Aber alles, was Rang und Namen hat, was wirklich mit dem echten Rennsport, sage ich jetzt mal, zu tun hat, heißt, egal ob es Getriebe, Motorsteuergeräte, Bremsanlagen, ziemlich sicher AP, Conti, mein ABS, bin mal gespannt, ob wir die Jungs treffen. Können wir nämlich gleich mal ein paar Fragen stellen. Schon eigentlich alles am Start hier. So. Nicht viel, ist nur die eine Halle hinter uns, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal gucken. Das Problem ist halt auf der Messe, ne? Also wir müssen das Ganze irgendwie so ein bisschen kurz halten. Weil wenn ich alleine schon hier nur, wir biegen hier einmal links ab. Ah. Position gefällt mir doch wieder. Ja, das ist halt, ey, das ist mein, das sehe ich so schon, das ist mein Lambo-Getriebe. Mit Druckluft, ja. Nee, das ist ein normaler Handschalter. Das, was du da als Druckluft siehst, ist der Ölkühler drauf. Ach so, schön, das ist der Kühler, ja. Ölkühler drauf, aber krass, dass die in den Aber du hast so ein Druckgeschaltetes. Ja, ne? Genau. Das ist ein Vierzylinder, oder nicht? Ja, das ist ein Vierzylinder mit dem Lambo-Getriebe. Safe. Das sehe ich bis hier. Definitiv. Das mit der Airbox, wo man die Airbox. Weil man sieht nämlich auch den Deckel hinten. Der Deckel hinten, wie er drauf kommt. Aber das ist halt geil. Gleich das allererste, was du hier auf der Messe siehst, ist halt wirklich einfach Rennsport, ne? Turbolader plus Kompressor. Ja, weil guck, er hat nämlich, ja krass hier, guck mal, 400 Newtonmeter bei 2000 Umdrehungen, ne? Ja. Also das ist wirklich aus dem Keller für so ein 2 Liter. Geht das Ding sofort los, ne? Aber ich finde auch für ein 2 Liter ein ganz schön großes Konstrukt, ja, ne? Ja, überleg mal, ne? Alleine, das ist ja schon mal viel, ne? Aber ja. Guck mal hier, das ist halt das Geile auf der Messe, das sind alles gefräste Teile. Also hier geht's halt überall ins ganze Geld, ne? Und auch, oh, von hier, guck mal. Also Frästeile werden auf jeden Fall jede Menge sehen, ne? Auch krasses Volumen von der Brücke her, ne? Ja. Guck dir an, was das für ein fetter Körper ist. Ja. Krasses Ding, Alter. Ja. Und dann weiter geht's. So geil, das ist echt Wahnsinn, wie sich das in der Kürze der Zeit jetzt entwickelt hat, dass halt alles gefräst ist, ne? Ja. Weißt du, vor ein paar Jahren waren ja so gefräste Teile schon noch ein bisschen Raritäten. Und jetzt mit aber alles. Das ist alles gefräst. Das geht. Guck mal, Leistungsangabe. 4G63 halt, ne? Auch gefräst. Ja. Billet. Dola, die Mittelgruppe. Ich brauche genau das Gerät. Genau das Gerät brauche ich. Ach so, hier, guck mal, jetzt sehe ich das erst richtig. Alter, das ist ein Abarth-Motor. Ich brauche genau dieses Ding, Philipp. Ey. Nee, warte mal, ich brauche das. Das ist mein Abarth-Motor hier. Ja? Das sehe ich ja jetzt erst. Trockensumpf. Sag ihm hier, du brauchst den Block, die Ölwanne direkt abbauen und mitnehmen. Das ist halt Endstufe, ne? Kennst du das, wenn so diese Uhr läuft? Tick, 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 tick. Und dann machst du Sprechblase. Und dann so ratter, ratter. Ja, hier kann ich euch jetzt übrigens mal zeigen, das ist übrigens Deckel Nummer 2, von dem ich Angst habe, dass er rausfliegt. Weil auf der Seite auch einer drauf ist. Can you give us some infos to this engine? Hi, from where are you? From which country? Italy, okay. Really interesting is the dry sump system. What is the price for the complete dry sump system? So it's a new kit, so we need still to put it on the market, but it's around 4,500 more or less. I can put it on the market in Germany, no problem. Really? I now have problems that when I brake hard, my oil pressure goes down. Okay. Ah, this car, okay. It's a guy from Rome and it's running in the time attack. But is the system already running? Yeah, it's running with the system, so... And do you have the system only for this engine or also another? Like BMW, four-cylinder? Right now, just for the Abarth, right now. But is anything in planning for the future? Maybe. Okay, yeah, sounds good. Three CNC machine in the house, which is no problem for me. Okay, cool, sounds good. What about the tension of the belt? So it's not a complete kit, so right now it's just for display. So when it's running, we either put a shorter one or we put it in tension. But if I buy a kit, I get a complete kit with this ready to race. Okay. Yeah, I think I will write an email.
Also nochmal für die Zuschauer Zusammenfassung. Time Attack Auto, 600 PS. Fährt in einem Abarth Punto. Das ganze Kit, so wie ich richtig verstanden habe, 4.500 Euro. Ja. Habe ich da gehört. Ja. Viel Geld. Aber man muss auch sagen, gefräste Wanne, die ganzen Räder, die Ölpumpe und wer weiß, was da noch alles so dazukommt. Ne? Und ja, gibt ja immer ein bisschen Preise. Ne? Nein, und es ist halt tatsächlich so, der bei mir wäre der nächste Step, um dieses Öldruckproblem wegzukriegen, ist halt genau das. Ne? Genau. Das muss man halt einfach sagen. Ja, so wie viele andere Track-Autos halt auch. Ja, krass. Also ich muss auf jeden Fall hier gleich nochmal ein paar Fotos machen, weil das ist auf jeden Fall beeindruckend. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es so viel flacher ist. Also, daneben hängt normaler. Aber ach ja, stimmt, daneben hängt ja sogar normaler, Alter. Krasser Arbeitladen. Könnte ich gar nicht so. Aber da sieht man jetzt mal so ein bisschen, was für mich auch der nächste Step wäre. Wäre Rohrkrümmer mit größeren Turbo. Ich hätte niemals gedacht, dass es für diese Autos so diesen Markt gibt. Deswegen bin ich auch gerade gar nicht drauf gekommen, dass es ein Arbeitmotor ist. Ja. Weil ich dachte, es muss irgendwie ein Honda-Motor. Wobei in Italien halt sehr populär. Darfst du nicht vergessen. Ja, ja, klar. Das ist ja das Krasse. Ne? So, und mich würde jetzt wirklich mal reizen, wie viel schneller so ein Auto als mein Auto ist. Weißt du, weil 600 PS mit Frontantrieb musst du auch erstmal handeln können. Ja, also es muss ja auch einen Grund haben, so viel Leistung zu fahren. Ne? Ja. Ja. So, also hier ziehe ich mir auf jeden Fall erstmal eine Karte und mache noch ein paar Fotos. Also GMC Racing aus Italien. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ich war schon mal auf der Homepage. Ich war bei denen schon mal einmal auf der Homepage, weil ich weiß noch, es gab mal einen Kommentar, jetzt noch einen Rohrkrümmer von GMC. Weiß ich. Und dann habe ich gegoogelt. Weil die bieten nämlich wirklich komplette Kits in verschiedenste Richtungen an. Mit Lader nach hier, Lader umgedreht, mit Downpipe so und so weiter. Ne? Naja, aber das ist eigentlich der Step, der für mein Auto auch noch irgendwann noch mal Sinn machen würde. Weil alleine Schwerpunkt. Bei mir hängt der Turbolader ja nach oben, der ist genau hier. Und je tiefer der Lader hängt, je besser natürlich. Ne? Das hier ist Hersteller aus Amerika, Xona Rotor heißen die. Die haben so eine ultra krasse offene Turbine. Mit den gefrästen Mittelgruppen und diese ultra offene Turbine. Bye, bye. Ja, haben wir es noch weit geschafft, ne? Ja. Jetzt können wir uns gerade eine Kurwelle ziehen hier. Aber krass, Alter. Also, wenn du mich vorhin am Eingang gefragt hättest, was erwartet dich als erstes auf der Messe? Dass wir direkt auf den Arbeitmotor mit der Trockensumpf laufen, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte hier vieles erwartet. Also hat sich jetzt schon gelohnt. Jetzt darf man nicht vergessen, 4.000 Euro sind 4.000 Euro. Originale Ölpumpe plus diese Upgrade-Ölwanne, die ich drunter habe. Ja. Diese Gusswanne, die hatte ich neulich in der Hand. Wiegt, keine Ahnung, 3-4 Kilo und kostet auch irgendwie 600-700 Euro. Die Relation muss man immer so sehen. Ja. Der Schwingungsdämpfer vorne drauf und das ganze Zeug halt. Ne? Altbekannte Gesichter hier. Was macht er? Wie geht's? Hi. Hi, servus. Elias. Teile suchen oder wollt ihr ein bisschen driften hier? Teile suchen tatsächlich. Hier gibt's gar keine Action, ne? Das ist tatsächlich mal eine richtig theoretische Mission. Das ist richtig nerdy. Das ist einfach nur für Hardcore-Nerds. Wir sind wirklich gerade die Treppe runter und auch das allererste, was wir stolpern, ist ein Arbeitmotor mit einer Trockensumpfanlage. Wo ich niemals gedacht hätte, dass die Szene mittlerweile so groß ist, dass es selbst dafür so Teile gibt. Ne? Ja. Ja, krass. Also das heißt, ihr guckt euch hier mal ein bisschen um. Genau, wir gucken uns so ein bisschen um. Firmensponsoren, alles so ein bisschen abchecken, was so genau. Und wir haben einen großen Partner hier, Motec, mit dem haben wir ja unser S58-Projekt gemacht, mit deren ECU und allem drum und dran. Ja, ja, ja. Und da sind wir dran, die weiteren Schritte zu machen, dass wir das einfach als ein Crate Engine Package quasi anbieten können. Ja, ja. Und da ist natürlich das Motorsteuergerät ein Riesenfaktor. Bei denen gab es ein bisschen Änderungen, die sind von Bosch Motorsport aufgekauft worden, aber soweit alles, glaube ich, in sehr, sehr gute Richtung gegangen. Und da haben wir ein bisschen gequatscht, was sind die Möglichkeiten in der Zukunft und so weiter, das ist ziemlich geil. 1000 PS auf Stock S58 Motor, ne? Hm, weiß ich. Komplett Serie, ne? Also, und auch zerlegt und sah eigentlich auch ganz gut aus, alles draußen, ne? Genau. Also, kann man sich eigentlich bis heute kaum vorstellen. Also, wenn es mir einer erzählen würde, würde ich es nicht glauben. Weil auch die Fahrweise dazu, weißt du, dass das Dauer. Ja, dass das einer auf der Straße mal macht, der halt zwei, dreimal Gas gibt, ne? Aber das ist ja wirklich Dauervollgas halt, ne? Also, 2 Jahre sind wir gefahren, ich glaube 45 Events am Ende. Und das ist schon, also kilometermäßig sind es keine 100.000 Kilometer, aber brauche ich von hier, glaube ich, nicht sagen. Ja. Was das für eine Belastung ist und wie viel Track Days das wären. Wir haben uns auf der Nordschleife beim Red Bull Event leider knapp verpasst, beziehungsweise das Zeitfenster war da ja so dermaßen eng getaktet, ne? Da war gar kein Problem. Aber war geil, oder nicht? War unglaublich. Also für mich das geilste Motorsport-Festival, das ich zumindest vor allem Zentraleuropa erlebt habe. Ich meine, Goodwood ist nochmal eine andere Nummer, aber es hat einen anderen Charakter in meinen Augen und es war einfach brillant. Also, Ich war mega happy, weil wir hatten Ideen gesponnen Anfang diesen Jahres und am Ende, ich habe mein Profilbild seit, glaube ich, 6 Jahren mal wieder geändert und das ist genau das, wo die Jungs hier
genau das hier so. Ich fand das wollte ich gerade sagen, die Show, die Red Bull da einfach abgeliefert hat, sei es Driften, auf einmal springen Motorräder durch die Gegend und so weiter und dann halt die klassischen Formel-1-Autos. Ne? Ja. So, ne? Klar, die sind da jetzt nicht volle Pulle, alles was geht lang gefahren, aber alleine nur, du hörst den ganzen Tag Autos und auf einmal rollt nur so zum Warmfahren ein Formel-1-Auto draußen vorbei, so ein altes Ding, und du weißt sofort, alles klar. Also das ganze Paket für mich unglaublich. Ich bin mega happy und stolz, dass wir Teil davon sein durften und dass das Event tatsächlich passiert ist in Deutschland. Aber gefühlt, wenn ich euch auf Instagram folge, seid ihr eigentlich dauerhaft unterwegs. Wie viele Events habt ihr dieses Jahr gemacht? Weil das sind ja nicht 20, sondern das ist ja mehr. Nicht? Das ist ja eigentlich schon wirklich. Ich glaube, dieses Jahr war tatsächlich anzahlmäßig ein bisschen weniger. Ich habe noch nicht zu Ende gezählt, aber ich glaube, wir sind tatsächlich gerade so an 20. Also die Autos waren sogar nur 15 Mal oder sowas draußen, aber... Weil jetzt, guck mal, wir sind jetzt im November, keine Ahnung, 40 Wochen, minus Winter und so, ist schon ein straffes Pensum, ne? Ja, ist definitiv. Also langweilig wird selten. Letzte Frage, Highlight für nächstes Jahr, irgendwas Geiles schon geplant, wo du jetzt schon sagst, was du auch schon jetzt sagen darfst? Ich weiß noch nicht, ob ich sagen darf, aber ich glaube doch, ja. Also es geht nochmal über See, aber nicht nach USA, sondern nach Südafrika. Das wird cool. Wo ihr schon mal einmal wart auch? Genau, wo wir schon einmal waren, aber diesmal mit dem anderen Auto. So viel sei schon mal verraten. Baut ihr ein neues Auto? Das ist das zweite Highlight. da machen wir uns dran. Das wird nicht ganz so schnell gehen wie damals die M4s. Das sage ich auch, das haben wir einmal hinbekommen und das werden wir auch nicht mehr hinbekommen. Weil das waren 6 Monate von dem Zeitpunkt, wo die reingerollt sind, bis dahin, wo sie rausgerollt sind. Relativ offensichtlich, was ist besser als eine M4 in unserem Kontext? Bisschen weniger Radstand, ein bisschen weniger Gewicht. Also kann M2. Ja nur M2 sein. Ja. Genau. Also wenn ihr soweit seid, dass ihr dieses Auto baut, sagt euch mal Bescheid, will ihr gerne mal rumkommen. Will ich je seit eh und je bisher immer aneinander vorbeigefahren. Leider. So, oder Autos zerlegt, zusammengebaut und so weiter. Aber wenn der M2, muss auch noch gar nicht fertig sein, nur so, wenn wir so über die ersten Sachen reden können, die ihr technisch daran verändert. Ne? Cool. Genau. Vielen Dank, wir laden dich ein. Liebe Grüße an Bruder. Ne? Ich auch. Philipp, mach's gut. Ah, ja. Selim, du wolltest doch deinen Innenraum eh noch mal ein bisschen abändern, ne? Ja, das sieht nett aus, oder? Ja, das ist halt das Krasse. So in diesem echten Rennsport kannst du halt einfach alles einstellen. Ne? Alles. Also es ist ganz egal. Also selbst hier sehe ich schon wieder shorter und longer. Also selbst hier wirst du die Federrate, also die Vorspannung ändern können, den Weg garantiert, Pedaldruck, alles. Ne? Aber was ich eigentlich noch nicht gesehen habe, ist, was viel interessanter ist, normalerweise hat man die Waagebalken immer in dem Pedal. Hier haben sie den Waagebalken aber in die Seite gemacht, wo der Zylinder fest ist. Also sie verschieben quasi den Zylinder von links nach rechts und nicht die Betätigung. Ist ja egal, auf welcher Seite halt. Ne? Aber halt alleine halt auch, ne? Das ist halt dann, das ist halt einfach nochmal eine andere Liga, ne? Aber, ja. Wo? Ja, ja. Ja, ich dachte gerade so, ist das nur Kunststoff? Plex, das ist das Display, was ich für den Lambo damals gekauft habe. Ich finde, die sind gegenüber unseren EcoMaster Displays, finde ich, es sieht irgendwie mehr so nach dem originalen Porsche Cup aus. Ja, genau. Weiß ich weiß nicht, was es ist, ob es der Kontrast ist, weil man kann auch das ADU von EcoMaster komplett selber konfigurieren, dass es genauso aussieht. Aber irgendwie, finde ich, ist der... Die Darstellung, ja, oder? Ja, ist irgendwie... Ah, ja. Also klar, das kriegt man... Also weißt du, kannst du zum Beispiel so eine Meldung reinmachen, das kann jedes andere Steuergerät natürlich genauso, ne? Aber hier, Wassertemperatur. Ah, geht 9,5? Ja, yeah. Zähl ihm das erste Mal auf dem Bilzer Berg. Guck, so wird das aus. 120. Ich habe dafür sogar das große für den Tacho. Und ich glaube, das 4-3er wollte ich statt dem originalen Navi reinmachen. Weil das Lambo Navi ist ja einfach nur hässlich, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also hässlich nicht, ist halt 15 Jahre alt. Und Daniel hat mir das gescannt und eine Navi-Blende gemacht, wo dieses Display hinter sitzt. Das heißt, ich hätte da nur die beiden Displays. Geil. Und das würde ich schon hart feiern. Ja. Weißt du, was das ist? Das ist originaler GTX-Motor, wie in den KTM GTX drin ist. Die gibt es ja als GTX, das ist dann Serienmotor und das ist GT2. Sechsgang sequenziell. Genau, GT2 hat dann Hohlinger sequenziell dran und halt hier komplett mit Rohrkrümmer und alles feinste Ware. Ne? Ab Werk. Ja, haben wir uns so 1:1 im Berg schön angeguckt. Da steht er so. 1100 Newtonmeter kann das? Mhm. Aber Ansaugbrücke relativ klein, ne? Serie TTS RS3. Mega. Was ich im Rennsport jetzt ganz oft höre,
ist auf jeden Fall hier Sadev. Sadev-Getriebe sind auch die Getriebe, die original in den TTS-Autos drin sind. Okay. Also das hier ist so die Abarth-Größe. Ist halt schon süß kleine. Die sehen jetzt alle so klein aus, weil hier noch die Glocke fehlt. Hier kommt komplett quasi nochmal eine Glocke dran, wo halt die Kupplung dann drin läuft. Ne? Aber Sadev ist halt so... Da hinten ist eher sowas Sadev ist halt Heckgetriebenes. So, ja, das ist aber ganz was anderes. Hier. Nee. Das ist Allrad. Also das ist links eingebauter Motor. Und das ist das Verteilergetriebe vorne hinten. So, und das hier, das wird die Oberliga sein. Das ist halt richtig, genau, Transaxel. Getriebe hin. Ich finde optisch immer geil, wenn die Antriebswellenflansche so in das Getriebe eingelassen sind und außenrum abdichten. Das finde ich optisch immer. Aber hier wollen sie es echt wissen, Alter. Das ist definitiv tragendes Teil vom Auto. Guck mal, wie dieses Getriebe festgeschraubt wird. Also das wird, da wird die ganze Hinterachse dran sein. Hier. Möglicherweise schraubst du es hier dran. Die Querlenker. Nee, das ist ein Querlenker. Ja. Also das ist dann für die Querlenker und das ganze Auto, also hier und hier, ne, kommen die Lenker weg. Und das ganze Auto ist dann, weißt du, bevor ich, glaube ich, irgendwie Kunst sammeln würde, würde ich mir sowas ins Wohnzimmer stellen. Ja. Weiß ich, finde ich irgendwie geil. Ja, die bauen auch immer ein Zeug, das ist unglaublich. Ne? Ja, das ist halt jetzt so die absolute Oberliga. V6, Sauger. Und das hier ist integrierter Trockensumpftank. Ja. So, und bei dem Tank sieht man jetzt auch mal so ein bisschen, wie aufwendig das eigentlich ist, einen vernünftigen Öltank zu bauen. Ne? Ja. Weißt du, weil das ist ja alles in einem. Vor allen Dingen, wie filigran das alles ist. Ne? Man selber baut das alles immer viel zu groß. Und wenn es da wirklich am Ende darauf ankommt, dass es einfach nur klein, leicht ist und funktioniert, sieht es halt so aus. Ne? An dem Ding siehst du halt mal gut genau, wie flach der ist mit der Trockensumpf. Ne? Genau. Guck mal, wenn hier irgendwo die Kurbelwelle ist, wie wenig Platz hier von unten nach oben nur ist. Ne? Ja, kurzer Zwischenstand ist halt extrem technisch. Ne? Brutal. So, also derjenige, also gefühlt Getriebe, Steuergeräte. So, an jeder Ecke. Ne? Und gefräste Teile. Ja, aber gefräste Teile ist ja hier so der Einstieg, glaube ich. Wenn du die nicht hast, brauchst du gar nicht kommen. Bei AP ist halt auch immer das Krasse. Man denkt selber, ich habe jetzt eine AP drauf, das ist schon so die Oberliga, ne? Aber es ist eigentlich so der Einstieg von AP, den man drauf hat, ne? Ja. Weil auch da gibt es halt immer auch noch mal eine Nummer krasser. Hier, die haben auch die Pedalbox. Ja, genau. Auch direkt mit Wagen. Auch direkt mit Verstellung und allem. Ja. Ja. Bei denen ist aber interessant, genau, du kannst die ganze Pedalerie vor und zurückschieben. Und ich hatte ja auch so ein Problem mit. Also ich habe jetzt rückwirkend gelernt, als ich meine Waagebalken gebaut habe, war das Problem, dadurch, dass ich zwei Zylinder drücke, drückst du natürlich einfacher die Zylinder links und rechts. Hier sind die Zylinder gezogen. Und beim Ziehen ziehst du automatisch beide immer parallel. So, ne? Deswegen wird im Rennsport gerne eigentlich dann eher die gezogene Version machen. Das wäre auch nochmal ein weiterer Traum für den Abarth. Bist du denn schon mal stehende Pedale gefahren? Nee. Also doch, bestimmt schon mal gefahren, aber jetzt nicht so aktiv. Fährt sie anders? Die alten Porsches und so. Porsche, ja, die alten Porsche haben ja Käfer, ne? Aber das wäre nochmal eine Version. Aber 3.0, Unterboden gerade machen und so eine Pedale hier einstellen. Aber guck mal, Alter, das ist halt hier, was es so an Teilen gibt, ne? Also was mittlerweile alles so maschinell hergestellt wird, ne? Wie filigran das alles so. Vom Gefühl brauchen wir eine Fünfachsfräse, einen Programmierer. Und Daniel, der das irgendwie scannt. Bis so ein Teil da rauskommt, ist das richtig Programmier-Action, Erfahrung und so weiter, ne? Ja, 3 Millionen. Alter. 3 bis 4 Millionen. Aston Martin Valkyrie. Werdet ihr kennen, wir blenden mal ein Video ein von dem Sound. Diese Videos hier mit rumgeistern mit dem Sound. Also ich finde soundtechnisch schon so mit das Krankeste, was es mit Zulassung gibt. Das Auto ist halt, also wenn man ganz ehrlich ist, wenn man sich überlegt, wo das heute hingegangen ist, weil das hat ja ehrlich gesagt nichts mit dem Auto zu tun. So, ne? Alleine die Länge. Ja. Alleine nur diese Proportion, ne? Und dann hier. Was ist das, Alter? Ja, ja. Das ist legal halt, ne? Ey, guck hier mal runter, das sieht aus wie ein Formel 1 Auto. Das ist ja das Nächste, das Auto hat ein Problem, der hat einen viel zu kleinen Tank. Weil die kriegen den Tank ja nirgendwo runter. Der Wagen lebt halt komplett von der Aero, ne?
Ich glaube, der hat nur irgendwie einen 40-Liter-Tank oder sowas. Ja, aber das Ding ganz kleinen Tank. Aber das Ding hat ja schon richtig Aero, ne? Das ist ja, nein, voll. Guck mal von hinten, wie das aussieht. Das sieht so irre aus. Guck mal, die Rückleuchten. Hat aber mit 2x89 unter der Limo-Bäume nicht verstecken, oder? Ja, nee. Passt doch. Wenn ich das so sehe. Ich finde die Rückleuchten hart. Guck mal. Ja, aber guck mal, das ganze Auto ist einfach nur ein Aerodynamikkörper. Ne? Ja. Ist einfach so. Ja, guckt euch mal an, wie... Krank. Ja, und überlegt mal, davon fahren halt mal eben so ein paar Stück in Nordrhein-Westfalen rum. Ah. Wo ist es wieder am vollsten in Deutschland? Auch am Messer natürlich beim Essen, ne? Beim Essen. Beim Essen. Beim Essen ist es wieder voll hier. Aber was ist das hier? Haben wir auch gerade gefragt. Ich hätte jetzt auch gesagt, Wasserstoffauto. Ja, also das wird Wasserstofftank sein. Ich behaupte einfach mal, ich habe schon viele Motoren gesehen und könnte sie auch erklären, aber da müsste ich mir jetzt echt eine halbe Stunde reingucken, um so ein bisschen, weil irgendwie muss ja auch dieses Gas entflammt werden, umgesetzt werden in der Bewegung. Boah. Mir macht das Ding am Beifahrersitz Angst, was auch immer. Das ist crazy. Auch der Sitz ist gut. Ja, also wenn das Ding neben dir knallt, ist aber Ende. Du siehst ja so schon, ne? Das ist hier alles Kohlefaser. Ja, Kohlefaser sieht aus wie so ein Tank, den du im U-Boot auf dem Boden lassen kannst, ne? Das ist aber ein sympathischer Koffer, ne? Ich glaube, das ist tatsächlich für ein Rennteam, einen Ersatzteilekoffer. Genau, die mal alles dabei. Rennsattel, haben. Getriebedeckel. Muss noch fertig fräsen. Muss auch noch fertig fräsen, soll scheinbar ein Wischerhebel sein oder könnte auch eine Form sein dafür irgendwie. Der Blinkerhebel links, rechts. Blinkerhebel, genau. Was? Ja. Ja, ich glaube auch wirklich, dass die Messe auch wirklich viele Firmen nutzen, die einfach nach solchen Lösungen suchen. Ja, oder halt Motorsportteams, ne? Ja. Die vor dem einen oder anderen Problem noch stehen. Also, was mich, finde ich, hier erschlägt, sind Getriebeteile. An jeder Ecke Getriebe. Und wenn man denkt, man hat noch nicht genug Billet gesehen heute, ne? Ja. Dann gibt es halt noch mal ein ganzes Getriebe im Billet. Alter, Toyota Yaris. Hier, das ist für so ein GR4. Krass, ja. Sequenziell. Siebengang sequenziell, ja. Ist schon recht groß, ne? Also auch an den Zahnrädern, das wird schon gut was können. Vor allem hier auch mit dem Shifter dazu, ne? Darf man hier drauf rum? Ja, das ist dafür da. Da geht Kompressor an. Siebengang. Alter, das ist heftig. Ich muss einmal fürs Gefühl gehen. Ich glaube, das ist so ein typisches Getriebe, wo du ja, brauchen wir. Wo du alleine nur für das Geräusch so Schaltvorgänge einbaust. Weißt du, nochmal drei hoch, drei runter, drei hoch, drei runter. Ne? Also du hörst es ja leider nicht mehr so krass. Aber ist schon Zug hinter, ne? Filmen wir mal drauf hier, ein Nah. Was bei diesem Pedal-Shift-System halt ganz wichtig ist, ist halt das Steuergerät dazu. Das ist das A und O. Das Steuergerät dazu ist leider das A und O, weil man hört es ja, wie das Ding schaltet. Da ist einfach ein Verschalten so schnell drin, weil gefühlt habe ich den Hebel noch nicht berührt und das Ding schaltet runter. Das heißt, das muss wirklich abgleichen. Darf ich runterschalten, darf ich nicht runterschalten. Ne? Genau. Wenn du halt bei 9000 Umdrehungen versehentlich hier drankommst. Aber sonst überlegst du halt Ende. Ist schnell. Halt schon geil, wenn du wirklich nur noch so das Lenkrad hältst. Ne? Du hast nichts mehr. Du musst nur noch rechts Gas, ja, schon. Links Bremse mit deinem Fuß. Ja, ja. Alles ist ausgefüllt. Da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. MQ500 bzw. DQ500, ne? Das DSG-Getriebe davon, auch Vollbillet. Also das hier ist auf jeden Fall alles MQ. Hand aufs Herz, was denkst du, wird das kosten? Schätz mal. Was das Getriebe? Ja. So wie es da ist? Ja. Ich hätte jetzt aus dem Bauhaus gesagt, zwischen 15 und 20. Also das ganze System, so wie es da liegt, sind auf jeden Fall 25. Ziemlich sicher. Würde ich schon sagen. Ja. Also alleine das ganze Schalten, das ganze System dahinter, 5. Alleine die Billeteile. Überleg mal, was das dann Aufwand ist. Gerade bei einem Getriebe ist ja das Schwierige, die Lagetoleranzen. Weil halt wirklich, wenn die Wellen nicht wirklich genau parallel und genau aufeinander laufen, also wirklich im hundertstel Bereich, da sind die Zähne sofort im Arsch. Sofort. Weil die Kraft halt in eine falsche Richtung geht. So, und deswegen alleine so ein normaler Radsatz, das Innere vom Getriebe sind ja schon 5.000 bis 8.000 Euro. Die Gehäuse werden mindestens 5.000 bis 8.000 Euro kosten. Ist schon ein bisschen was, ne? Wirklich Wahnsinn. Ja, da gibt es übrigens auch nochmal Getriebe da hinten. Ne? Also. So, hier sind wir jetzt in der Wehmeyer-Abteilung. Er sucht ja noch eine neue Bremse für hinten. Also ich glaube, leichter kriegt man eine Bremse hinten nicht gebaut. Wofür soll die sein? Für ein Fahrrad?
Nein, das ist hier eine Autonarbe. Ja, guck mal, das ist 400. Das ist hier. Das ist Formel Air Student. Ja. Also diese Formel Air Student Teams mittlerweile sind ja echt krank. Also krank im Sinne von, es ist wirklich maximal leicht und viel Leistung und so weiter. Ne? Und so ist es halt, leichter wirst du es so nicht hinkriegen. Soll ich dir mal was zeigen? Die Kombination ist gut, ne? Wir statten ja ganz viele Formula Student Teams mit unseren Federn aus. Ja, das hattest du mal gefragt. Für wen sind diese kleinen Mini-Federn? Ja. Für die. Ich glaube, es gibt auch keinen, der ein größeres Federsortiment hat als ihr, oder? Ich kenne den Rennsport-Federkatalog mittlerweile auch. Hoch und runter. Also, wenn er mal Messevertreter braucht. Dremf sind übrigens die besten BMW-Getriebe. Ja, da müssen wir hin. Ja, das brauche ich. Das ist, glaube ich, sogar direkt passend. Ja, können wir mitnehmen, eigentlich, oder? Ja. Sechsgang-Sequenzial, genau das brauchen wir. Muss ich, mein Herz schlägt schneller, höher. E30 M3 Gruppe A. Ja, sag ich, das heißt, das Getriebe müsste auch an meinen Motor passen. Ja, also das ist so das Getriebe, was die meisten fahren. Was halt bei BMW geil ist, dass es halt direkt die Schaltung mit am Getriebe dran ist, ne? Weil noch direkter kann man halt einfach nicht schalten. Wir haben gerade auf dem Hinweg noch drüber gesprochen, wie viel Zeit ein Getriebe dann doch bringt. Und im Verhältnis dazu, was es an Zeit bringt, also jetzt wirklich zwischen einem Seriengetriebe und einem gemachten Sequentiellen mit Pedal Shift, sind da schon wirklich Sekunden. Und um Sekunden rauszuholen auf der Rennstrecke, das kostet halt auch Geld. Ne? Und am meisten geht es halt dabei wirklich darum, dass man auch keine Fahrfehler macht, in Form von, dass man... Geil. Ja. Voll warm. Tolles Ding, tolles Getriebe. Motec ist, was freiprobigere Steuerräte angeht, die Oberliga. Mehr geht nicht. Ja, also hier kostet ein Steuerrät, was schätzt du, kostet ein Steuerrät? Ich habe kein Gefühl dafür. Geht schnell hoch Richtung 10.000 Euro. Nein. Das Display kostet, glaube ich, 8. Was? Ja. Weißt du, weil das ist ja schon wie in einem echten Auto, wie in einer E-Klasse aktuell, in der S-Klasse so, ne? Tune. Nee, also Motec ist schon die Oberliga. Das haben wir doch, oder nicht? Genau, das ist unser Display. Ja, wobei, das ist das 7 Zoll, ne? Ja, ich habe das 7 auch drin im Auto. Ich habe das 5er. So, und keine Ahnung, ob es vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass die Emo-Displays matt sind. So, das ist ja so ein Keyboard, wie ich bei mir in der Limo jetzt auch drin habe. Das heißt, dieses Teil hier, die PMU, das ist ein Sicherungskasten. Da geht nur ein dickes Stromkabel dran. Und das Ding kann über Kennbus, über zwei Kabel hier alles schalten. Ne? Also du hängst nicht dran. Das Ding kann ich mir auch holen für meinen. Wenn wir bei dir eine PMU einbauen, weiß ich nicht, was Benni da jetzt einbaut. Ob originaler Sicherungskasten oder PMU? Nee, er sagte komplett, wie heißt das hier, Race? Ja, das ist das Steuergerät. Das ist erstmal das Motorsteuergerät. Ne? Okay. Und die PMU ist dann quasi das, um den Strom zu verteilen. Das weiß ich nicht. Das sind zwei verschiedene Sachen, weil siehst du ja, das hier ist eher für Blinker. Aber das Nachrüsten auf das geht. Ja, ja, klar, das ist halt ein ganzer Kabelbaum dann aber. Ne? Also das ist dann dein ganzer elektrischer Hauptkabelbaum, ist dieses Teil. Okay. So, ne? Und hast halt dementsprechend alles dran, egal ob es Hupe ist, Warnblinklicht, Lüfter. So, hier, Start, Stopp, ne? Das hat auch das Laptimer mit drin. Habe ich bei mir bis heute nicht eingerichtet, geht aber. Das heißt, er kann auch dann deine Zeit... Macht er automatisch, zeigt deine Zeit. Warum machst du das nicht? Warum holt er sich das Signal auf der Rennstrecke? Nee, du brauchst einen Zusatz GPS. Das ist nur ein Modul, das klickst du wieder mit dran, dann hat das Display GPS und dann... Ja. Okay. Also, wir fassen zusammen, Eintrittskarte für Motorsportmesse in Köln ist Billet oder Getriebe. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, hier wäre so ein Alu-Stand zwischen mit Musik, Tresen. Ich glaube, die würden die Welt nicht verstehen. Film hier mal rein, wie schnell diese Welle dreht im Verhältnis zu der Welle. Ja. So, ne? Und das kriegst du halt mit so einem riesen Planetengetriebe auch hin, ne? Weil die Übersetzung ist halt dieser Zahnkranz zu den Rädern. Verrückt. Ich glaube auch, Planetengetriebe ist vom Wirkungsgrad her extrem gut. Junge. Alter, was ist es? Hier kann man jetzt aber mal schön zeigen. Weißt du, warum man einen Ploy immer möglichst lang macht? Wegen der Kolbengeschwindigkeit. Nee, die Kolbengeschwindigkeit ist durch den Hub der Kurbelwelle. Also wenn du 100 mm Hub hast, geht der Kolben 100 mm hoch und runter. Hast du das lange Ploy und gehst von hier nach hier, ist die Auslenkung viel weniger, als wenn das Ding 5 cm hier geht, steht es so. Ne? Guck mal, geht das Ding 5 cm nach hier, ist fast gar keine Auslenkung. Das heißt, die ganze Kraft drückt immer so, wie das Ploy die Kraft auch aufnehmen kann. Ja. Weil so hast du ja einen höheren Knickmoment, das heißt also die Kraft ist seitlich und hier ist immer... So, auf hier drückt es halt runter. Und das hat dann nicht nur was mit der Belastung von Ploy zu tun, sondern auch mit der Belastung von dem Kolben gegen die Zylinderwand. Okay. Aber geht natürlich nicht, weil guck mal, wo das Ding, Alter. Ja, gefühlt ist das Ploy gerade hier höher als der Arbeitmotor, ne? Ja. So, einen letzten Bekannten müssen wir noch besuchen.
zweiten Tank. Ja, nämlich jetzt bei Tourismat ist. Tourismat gibt richtig Gas. Wirklich, also die ursprünglich haben sie Pop-Offs und sowas gemacht, mittlerweile machen sie wirklich fast alles über Klappen. Das wird der Kollege uns aber gleich alles sagen. Alles klar. Hallo! Moin! Ein altbekanntes Gesicht. Ja, alt auf jeden Fall. Heute Morgen auf jeden Fall etwas alt. Ich habe gerade schon gesagt, Tourismat gibt aktuell richtig Gas auf dem Markt, ne? Kann man so sagen, ne? Weil ich kenne das noch vor, wie lange gibt es Tourismat? 15 Jahre? 25. 25 jetzt, also vor 25 Jahren hat mein Chef angefangen mit einem Boosty, also mit so einem kleinen Rad in der Garage auf der Drehbank seiner Eltern quasi, von seinem Vater. Und das war tatsächlich wirklich nur so, um es in den Schlauch reinzumachen, genau, um den Ladedruck, ich sag jetzt mal so ein bisschen zu verarschen, zu regeln und so weiter. Genau, einfach ein bisschen so, weißt du, wie wir früher angefangen haben, ein paar Löcher in den Schlauch reingestoßen. Genau. So, weißt du, und dann, komm, Alter, ein bisschen mehr, komm, drück noch mal eins rein mit dem Nagel. So, weißt du, dann denkst du, Alter, ich glaube, das war ein bisschen viel jetzt. Und mittlerweile ist das Portfolio ein bisschen mehr. Vor allem, ich finde, gerade in den letzten 3 bis 5 Jahren wirklich stark. Haben sie richtig einen rausgehauen. Tourismat ist die Marke, die wir gerade noch hatten, wo ich die Druckdose am Turbolader hatte, wo es jetzt eine überarbeitete Version gibt mit einer neuen Lagerung. Ja. Und einfach nur mal, jetzt springen wir natürlich ganz schön krass. Ja, ist egal, wir springen das ganze Video schon. Und dann... guck mal hier mit dem Swivel. Ja, genau. Das heißt, dass du dann halt auch gewissen Winkel fahren kannst, ohne dass sie sich verklemmt oder die Klappe nachher verklemmt. Und oder das hat man bei mir, du guckst auf den Lader drauf und siehst schon, dass diese Stange leicht schräg läuft. Und dann gerade Rennstrecke, wo du natürlich durchgehend den Druck regelst. Ja, du hast den Duty-Cycle des Todes. Ja, bei so einem Straßenauto ist das ja ein bisschen was anderes. Aber da ist ja wirklich jeder Gang anders. Das Ding macht die ganze Zeit auf zu. Ja. Und dann hat sich natürlich die Lagerung hier ein bisschen schräg abgelaufen. Ja, ne? Das war die, was der Philipp gefahren hat, war die erste Generation von uns. Und da war doch das Material von dem Rod-End noch mehr beschichtet oder noch härter als das Bushing. Und das haben wir dann nachher nochmal, sag ich mal, eine neue Revision gemacht, dass beide das Bushing hier und das Rod-End natürlich vom Material her passen und sich das nicht mehr gegenseitig abreißen. Also dass die Materialpaarung von der Lagerung einfach Genau, dass das alles haben wir natürlich dann auch direkt genutzt. Nee, aber ich muss auch sagen, extrem hochwertig alles. Auch wenn man die Dose mal zerlegt, um die Feder zu tauschen, wie dieses Gewinde da so drauf geht und mit der Mutter und so. Also wir haben auch die Fertigung in-house. Denn dann, sag ich mal, in Sydney sind wir, sag ich mal, ist das Headquarter von Tourismat. Also wir haben die 5-Achsen-Maschinen da stehen. Wir machen auch das Assembly komplett selber. Also es muss funktionieren, Bombe, aber es muss auch geil aussehen. Das ist genau wie bei deinen Autos. Es muss einmal geil aussehen, aber es muss aber auch funktionieren. Die Sau muss rennen. Weißt du? Und eigentlich ist das ja noch von euch so das einfachste Produkt. Ja. Ne? Weil welches Produkt seid ihr aktuell am meisten stolz drauf? Weil das ist ja was ganz Neues hier, ne? Ja, da sind wir natürlich richtig stolz drauf. Also deshalb. Ich sehe es ehrlich gesagt auch gerade zum ersten Mal, weil Turbolader, Universal, kennt man ja, Precision, Garrett. Ja. Und jetzt auf einmal Tourismat. Tourismat. Deshalb letzte Woche bei der Sima gelauncht, also du, frisch aus dem Ofen, du kannst es quasi noch riechen. Ne? Aber verzollt sind sie schon. Verzollt sind sie. Wir haben sie alle im Handgepäck rübergebracht quasi. Nee. Schneid das raus. Ich nehme auch einen mit, muss es nicht. Weil wir kommen ja ursprünglich, wie du es schon sagst, wir kommen aus der Ladedruckregelung. Da kommen wir her, da haben wir den Ursprung, also wie eben schon angeschnitten, mit dem Boosty, mit dem kleinen Dampfrad und hat sich natürlich stetig weiterentwickelt. Ne? Zu den traditionellen Poppet Valve, also das heißt, sag ich mal, dass sie nach oben aufschieben und die sind auch pneumatisch geregelt, das heißt, dass der in der Regel entweder von dem 75er oder von dem Mack-Ventil, sag ich mal, entsprechend angetaktet wird und durch Vakuum getriggert wird mit Hilfe von dem Abgasdruck. Ne? So hat das alles angefangen, mit den Blow-Offs, ne? Dann natürlich verschiedene Größen von 2000 PS bis 4000 PS und mehr. Größer als der Abarth-Turbolader. Ja, das auf jeden Fall. Wir haben sogar noch eine Nummer größer. Also Size does matter. Lasst euch nichts von eurer Freundin erzählen. Größe ist wichtig. So. So, back to business. Also wo wir richtig schon stolz drauf sind, das habt ihr schon mal vor ein paar Jahren gesehen. Das sind die elektronischen Race Gates. Also quasi die Evolution von dem traditionellen pneumatischen hin zu dem elektrischen. Natürlich viele Leute, oh geiler Gimmick und sonst was. Habe ich auch gedacht. Muss man das haben, wie auch immer. Aber wenn du dann nachher siehst, wie präzise das arbeitet. Hier zum Beispiel hast du zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, eine Boost-Strategie, Ladedruckstrategie fahren willst. Du kennst das, du fängst mit einer kleinen Feder an. Vorport MacValve und dann kannst du das 5-mal steigern, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Ja, ja, ja. Hier kannst du jede Variante von Ladedruckstrategie fahren, also bis du müde wirst, von 0 bis Unlimited, das heißt, du schlägst Elon Musk auf dem Weg zum Mars. Das ist gar kein Thema. Das ist ein Temperatursensor. Also übersetzt quasi hier
fängt man als Beispiel mit einer 0,3er Feder an, damit du 0,3 bar fahren kannst, weil dem pneumatischen Druck heißt, man muss gegen die Feder immer aufdrücken können. Ja, genau. Das heißt, wir haben jetzt ja keine Flasche dabei, um es aufzudrücken. Das heißt, du musst diesen Nahdruck einmal schaffen, um es aufzudrücken. Ja. Fängst mit 0,3 an, ist irgendwann bei 1,5 Feierabend, weil du kannst es nicht mehr zuhalten und es geht auf. Ja. Deswegen macht man dann irgendwann eine 3-Bar-Feder rein. Das heißt, du kannst aber nicht mehr wenig laden. Ja. Okay, bei den Großkopferten, die fahren sogar noch eine CO2-Flasche, dass du Druck oben drauf gibst. Das heißt, ein Kumpel von mir hat, hat den schnellsten 2JZ in Europa. Tom Wutzi? Nee, der Andreas. Der Andreas ist, also billet seine Mutter komplett. Ne? Der fährt Basisdruck 50 PSI. Basisdruck. Mhm. Und der fährt volle Lotte 100 PSI. Ja, ne? Aber weil er dann halt nicht, normalerweise hätte man jetzt nur den Ladedruck, um es zuzudrücken. Ja. Der hat extra eine Flasche, um nochmal mehr Druck drauf zu machen. Und das sind natürlich noch mehr Risikofaktoren, die dich dann nachher beim Rennen ausfallen lassen. Wie oft hast du das schon gesehen? Du hast vergessen, die Flasche aufzudrücken. Ja, ja, du ja. hast das vergessen. Ja. Dann reißt dir eine Leitung. Dann reißt. Die Probleme hast du hier nicht. Das ist so akkurat. Das Ding macht 100 PSI Abgasdruck, kompensiert das. Also das Ding bewegt sich kein Müh. Das heißt, hier ist aber auch noch eine Feder drin oder gar keine. Das heißt, Motor und eine Platine plus die Sensoren. Das heißt, man macht sowohl die Kolbenbewegung auf als auch zu wirklich über eine Spule da drin. Ja, genau, also über den Motor. Achso, da ist richtig nicht eine Spule, sondern Motor drin. Genau, also der fährt das richtig auf und zu. Der fährt das auf und zu. Okay, deswegen kann der natürlich auch den krassen Druck so, ne? Ja. Deshalb von auf bis, also die Batterie, ich muss jetzt dazu sagen, die Autobatterie ist ein bisschen leer, die jetzt hier unten drin ist. Noch ne? Die von der Sima. Ja, die von der Sima. Das so im Auto, das wäre halt der Untergang. Ne? Stell dir mal vor, du kannst während der Fahrt so 0,5, 1 bar, 2 bar, 3 bar. Aber er hier ist noch die, das ist die Evolution, das ist die Revolution. Das ist auch tatsächlich als Wastegate gedacht? Das ist ein Wastegate. Deshalb die Leute, du kennst das ja von früher, was kannte man als Wastegate? Du kanntest das vom Audi 90 Grad, du kanntest das vom Porsche. Und alle haben das irgendwie adaptiert. Und dann, du hast den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen und dann kamen unsere Ingenieure, warum machen wir das nicht für eine Drosselklappe? Ja. Weil du hast halt, das ist nur 50 mm, float aber mehr als ein 60 mm. Dadurch durch das Butterfly in der Mitte und natürlich gerade, hast du natürlich mehr Flow und du brauchst es auch nicht so viel Duty Cycle für den Flow. Das heißt, der große Unterschied ist, das eigentliche Wastegate leitet die Abgase am Turbolader vorbei. Genau, das Bypass. Und hier kann ich wirklich im Abgasschrank eine Klappe zumachen einfach. Nee, also, oder mache ich trotzdem noch einen Bypass? Du gehst trotzdem am Turbolader vorbei. Ich gehe schon trotzdem noch vorbei. Ja, ja. Also es reicht nicht, das Ding einfach im Abgas reinzustellen. Genau. Okay. Und schon noch auch ein Bypass. Ja. Also hier oben, wenn das irgendwo stört, du kannst das natürlich drehen nach Belieben. Also alle unsere Wastegates, also ist das einzige im Markt. Also ich hätte bei sowas echt immer Angst, dass Langzeit, also weißt du, weil da sind halt 1000 Grad die ganze Zeit drin und das ist ja schon am Ende filigran und so, aber das ist alles kein Problem. 1250 Dauertest. Ne? Und dann hast du natürlich auch jetzt hier oben Wasserkühlung, jetzt für den Sensor und für den Motor, alles komplett. Ne? Also da brauchst du, also wir testen das auf Herz und Nieren und lassen das natürlich auch unter Wasser, in Eimern, unter Wasser, gib ihm ein paar Tage, Vollgas. Also die sind auch wasserfest. Ne? Das hier habe ich, glaube ich, gerade an dem GT2-Motor hier bei Reiter gesehen, von dem KTM, ne? Ja, die sind sogar 4 homologiert. Also er hat die 4 GT2 4 homologieren lassen. So, ne? Deshalb, und wir sind auch mit Lehmann in Kontakt, ne? Der Fünfzylinder-Gott. Und der baut ja die Motoren für KTM. So, ne? Und der ist auch so begeistert, also mega, was wir auch an Feedback bekommen. Aber nichts ist so präzise. Haben die beide auch eine Abfrage? Also kann ich sehen, wo der Motor gerade steht? Ja, Positionssensor bei beiden drin. Positionssensor und Temperatur. So, du weißt halt immer, was hier drin vorgeht. Also vom Motor her Temperatur, aber auch die Position. Deshalb ist das Ding halt so akkurat und so präzise. Weil das ist halt auch immer ein Riesenthema bei der pneumatischen Version. Du weißt nicht, drückt es sich jetzt gerade auf, drückt es sich nicht auf, ist es zu und so weiter. Ja. Ne? Denn man weiß nicht, ist die Feder jetzt zu schwach, ist es zu hart, wie auch immer. Und hier weiß halt ganz genau, alles klar, es steht halt da und da. Ne? Und hier hast du komplette Kontrolle. Gibt es nur als 50er? Oder gibt es jetzt auch 40er? Und jetzt habe ich auch noch was, das wird sogar deinen Lambo-Motor zum Absaufen bringen. 76. Ich glaube, also da würden sogar manche Autos abschalten. So. Oder halt die genug Cola machen, das halt Auspuffklappe, ne? Ja. Halt auch nicht, ne? Aber pass auf, das Beste kommt ja noch von der Evolution her. Was dann auf einmal passiert, also wie sich das verselbstständigt hat. Du kennst es wahrscheinlich noch von dem ersten Turbomonster, das erste Serien-Turbomonster BMW 2002i. Mhm. Der hatte ja auch, das erste Turbo-Auto, der hatte ja kein externes Wastegate. Mhm.
Der hatte das erste Auto mit Kugelfischer-Einspritzung, also mit erster Einspritzung. Und das hatte nur einen Blow-Off. Also das heißt, es wurde nur, also es wurde, der Ladedruck wurde direkt geregelt, ne, über das Blow-Off. Und das haben die Leute im Pro-Mod-Bereich wieder adaptiert, also in den USA, schwappt hier rüber nach Schweden und sowas. Die haben das Elektronische genommen, auf die Ladedruckstrecke gesetzt. Das heißt, du hast jetzt einen V8, ne, 3000 PS, passenden Lader. Die sind nicht mehr durch Wastegate gesteuert, nicht mehr, nicht mehr kontrolliert. Du hast nur noch das Sitzen, weißt du, hier Twin, hast zwei Bänke, in der Mitte eine Verbindung und hast das mit dich sitzen. Ja, das ist das Monster. Der Schriftzug, jetzt nochmal was richtig Geiles als History. Der Schriftzug Turbo, der war spiegelverkehrt. Das Ding kam von hinten angeschossen im Rückspiegel und dann stand dann Turbo richtig dann. Und das wurde nachher verboten wegen aggressiv, weiß auch nicht wieso. Es scheint ein bisschen aggressiv gewesen zu sein im Straßenverkehr. Weißt du, wenn der Typ dann kommt, dann Turbo dreht. Ne? Also in Amerika wird jetzt das Wastegate umfunktioniert. Auch in Schweden. Man fährt, auch in Schweden. Man fährt ohne Wastegate, setzt das auf die Ladeluftstrecke. Wenn zwei Bar erreicht sind, macht man Hammer das Ding auf und lässt den ganzen Luft rauspfeifen. Nein, anders. Ich weiß jetzt, dass alle deine Leute, deine Community jetzt schreien wird. Oh, der Lader überdreht doch ohne Bypass und der Lader geht doch hoch. Auf einem normalen Auto, ja. Aber das sind Pro-Mods von 4000 PS. Das heißt, der Motor-Turbo-Setup ist so aufeinander abgestimmt. Weißt du, wenn du 4000 PS fahren willst, nimmst du keine 6000 PS Lader. Passenden Gehäuse, dass du in die Stopfgrenze reinrennst, damit die halt nicht überdreht. Und das über die direkte Steuerung. Du fährst ein 4000 PS Auto auf blanken, in Mexiko, auf blanken Asphalt. Und das Ding beißt so, weil du das halt so antakten kannst, so präzise. Das ist besser als ein Pro-Charger. Also deshalb, die Amerikaner sind so happy. Ja, vor allem ist es ja auch folgendermaßen, aus dem Stand raus macht der Lader dann ja eigentlich schon seine volle Nenndrehzahl. Ja. So, und wenn man halt weniger Ladedruck haben will, lässt man einfach nur Druck wieder ab. Und nicht so, dass man ihn jedes Mal hochfahren muss, runterfahren muss. Genau, und das hier, also sag ich mal im Abgasbereich, das ist immer eine indirekte Steuerung, weil du steuerst den Abgas... Flow, um die Geschwindigkeit eines Laders und den Ladedruck. So, das ist immer indirekt. Und so im Booststrang, im Ladedruckstrecke, ist das direkter, kann es nicht sein. Das ist so, als wenn du da vorne kletterst, mach die Klappe auf. Und da, weil wir machen ja jetzt alles durch. Ne? Jetzt habt ihr schon mitgekriegt, weißt du, von den Wastegates, Straight Gates, und wir haben ja jetzt schon angesprochen, dass Leute das auf die Ladedruckstrecke montiert haben. Ja? Jetzt kommt das Boostgate, das haben wir jetzt auch bei der Sima rausgehauen. Billet seine Mutter Aluminium, ne? Braucht natürlich keine Wasserkühlung mehr, ne? Weil ist ja auf der Ladedruckstrecke. Ja. Deshalb Aluminium wegen Leichtbau, damit du wiegst ja jede Titanschraube. Ja, also, ja. Und wenn du was abschleifen kannst, machst du es auch. Ne? Und so sind die Pro-Mod-Fahrer auch. Und deshalb Leichtbau Aluminium. Das kommt auf die Schelle, ne? Geil. Ja. Und dann natürlich mit dem von dem Big Bubba, weißt du, von dem alten, einer unserer ersten Blow-Offs, weißt du, hier so, wow, das Ding, was sich anpfeift. Das heißt, die Jungs müssen jetzt nicht mehr ein eigentliches Wastegate nehmen, sondern können das direkt können das jetzt mal noch nehmen. Aber ich vor allem von der Theorie ist das sogar der gleiche Anschluss, ne? Ja. Also man kann theoretisch das alte Pop-Off runter und das drauf und fertig. Ja, du kannst das alte, kannst du runter. Also, ja. Wie gesagt, also in den USA hat es wieder angefangen. Also ich sag mal, im Grunde genommen ist es, BMW hat es damals zum ersten Mal gemacht, die Amis haben es jetzt wieder. Und es ist mittlerweile auch in Europa angekommen. Also in Schweden jetzt auf dem abgesperrten Parkplatz, wo wir da waren, mega. Also ich habe nie was Besseres beißen sehen. Echt, also das hat mich, sag ich mal, so angefixt. Ja, und wird natürlich soundmäßig auch ganz anders sein, weil du hast ja dann dauerhaft Unterlass, das ablässt. Ja. Also er macht dann wirklich... Ja, also das sagt man, nicht abblasen, weil in dem Sinne, weil du taktest das ja so fein an. Ja, ja, klar, aber ein bisschen hier, was entweichen wird ja schon. Ja, ja, du hörst, aber nicht so massiv wie jetzt zum Beispiel. Dass es ganz aufgeht, klar. Ja, ja, das ist, ne? Ja. Aber du hast natürlich eine Kulisse. Ne? Du hast die Kulisse von dem 4000 PS-Dings, wirst angerotzt von Methanol, stehst da, weißt du, Kirmes, ne? Richtig geil. Also wenn du da keine Gänsehaut bekommst. Also du hattest auf jeden Fall Spaß in Schweden auf Parkplatz, merke ich. Ja, wenn ihr das nicht mögt, fangt Stricken. Das Häkeln und Stricken an. So. Wo war das nochmal? Hab ich vergessen. So, Mexiko. Jetzt ist nächste Liga hier, oder wie? Jetzt gehen wir in das nächste rein. In die Neuzeit. Also eigene Turbolader. Eigene Turbolader. Klar, also wie der Sprung jetzt auf einmal vom Ladedruckbereich, das ist ja natürlich, wir heißen Turbosmart, die Firma. Jede dritte Frage am Telefon nachher, macht ihr eigentlich auch Turbos? Jetzt ja.
Und also auch als letzte Woche mit Sima rausgebracht, haben natürlich also das perfekte Track Racing, also nur Öl gekühlt, Kugellager. Dann haben wir aber auch, was mir wichtig war für Europa, Wasserkühlung. Mhm. Ne? Also typische Anschlüsse für Wasser. Für die abgesperrten Parkplätze. Genau. Ja, ne? Deshalb, wenn ihr da auch was habt, mach ihn. Er weiß, wie man drankommt. Ne? Und das heißt, das hier wird so, weiß ich, so 1000 PS, 1200 PS? Das ist ein 1200er. Also die sind 40% leichter als die vom Wettbewerb und kompakter. Das ist alles sehr filigran, ja. Ja, guck mal hier. Und das ist dann so, wie geil das gemacht ist. Also ich finde halt, man für 1200 PS, es ist filigran, ja. Aber das Laufzeug ist halt schon groß. Ne? Das ja. ist ja schon eine richtige ja. Turbine da drin. Das ist schon eine richtige Turbine, aber siehst auch schon hier. Wie groß ist die? Das ist so, jetzt sag ich mal, 1200 PS ganz knapp. Und leicht. Und leicht. So, ne, das muss man halt schon sagen, ne? Weil für einen 1200 PS Lader ist das ja meistens schon sehr kompakt. Ich sag mal immer so diese typische alte GT42 Zeit, wo das ja schon Toilettensitz. Und das war uns halt wichtig, dass wir euch, ne, sag ich mal, Enthusiasten, ne, und sag ich mal Weekend Warrior, die dann halt fahren, unterstützen. Wir haben dazugehört, was wollt ihr? Ihr wollt kompakt. Weißt du, wenn du siehst, was EFR immer hatte, das war ja so ein Trümmer. Ja, ja. Und deshalb war es uns wichtig, dass wir so kompakt wie möglich bauen. Reverse auch? Oder Reverse auch. Reverse also gleich volle Programm habt ihr gemacht. Also wir haben uns jetzt erstmal auf die mittlere Range konzentriert. Und jetzt, also der 88 mm kommt jetzt auch, also ein richtiger Toilettensitz. Und die kleineren auch, sag ich mal, für Einsteiger ist, sag mal, bis 500 PS. Und dann wieder höher den nächsten Schritt. Ne? Das wäre jetzt hier auch sowas um die 800 PS. 800 PS sogar internal gated. Weißt du, mit internen Wastegate. Also der hier kann 800 auch? Der kann 800, ja. Ja. Was? Ja. Ja, wobei auch hier sieht man, dass die Turbine schon echt groß ist, ne? Ja. Wenn man da so reinguckt. Aber ich kann Bilder zeigen, also von den ersten, er spult schneller als der Wettbewerb auch. Ich sag mal, wir haben jetzt die ersten Tests gemacht, vom Wettbewerber, also ein Auto reinbekommen, vom Kunden. Wir haben ja auch einen Dyno-Lader runtergenommen vom Wettbewerber, haben größeren draufgeschnallt, wir haben die Map nicht angepasst, gar nichts zur Tuning gemacht. Gefahren, haben natürlich geschaut, dass er nicht abmagert etc. Natürlich, das haben wir natürlich gemacht. Aber nicht, also nicht mehr Zündung, nicht mehr Sprit, gar nichts, das Gleiche so gelassen. Früheren Spool als der Wettbewerb und mehr Leistung, ohne dass wir die Map angepasst haben. Ihr müsst auf jeden Fall mal für so eine Messe, gerade bei einer SEMA, eigentlich mal so einen Wegstreckensensor hier dran machen, ja. Und einfach mal gucken, wie viel das Ding dreht während der Messe, weil man kann nicht dran vorbeigehen und einfach so ein Turbolader nicht drehen. Ne? Deshalb, ja, das ist dann halt, wir stecken unsere Finger in alle Löcher, hätte ich fast gesagt. So. Was auch immer schön zu sehen ist, dass schon jeder Hersteller hat so ein bisschen seine eigene Philosophie, was das Verdichterrad angeht. Ne? Also klar, auch da bildet wieder, ne? Aber die Kontur, also wie es halt, wie es aufgebaut ist. Also mit Cutback, ne, dass sich da kein Druck bildet. Ne? Das heißt, dass das dann abfallend ist. Also hier so angeschrägt. Das Cutback, damit sich hier kein Gegendruck bilden kann. Ja, und für less inertia, also dass der schneller spult, wir haben keine extra Wellenmutter drauf. Die Wellenmutter ist im Verdichterrad integriert. Ja. Sieht man, um das auch alles nochmal kompakter zu machen. Also dass die Spuren, die ihr drauf seht, das ist alles von der Wuchtung? Das ist keine Mutter? Das ist ein Wuchtschnitt. Ja, also die werden auf 0,5, also sehr genau, also besser als PKW-Lader gewuchtet. Ne, weil die meisten Motorsportlader sind nicht wirklich so gut gewuchtet, also von dem anderen. Und die werden auf 0,5G gewuchtet. Also wirklich, dass das Ding da hier kein Rambazamba macht. Letzte Frage, wo liegt sowas preislich? Sowohl Wastegate als auch Lader? Da kann ich dir was Gutes sagen. Pass mal auf. Jetzt sind wir hier Teleshop hier. Aal Andi. Komm, gib mir mal die Tüte. Jetzt kriegst du was eingepackt. Komm her. So. Nein, Tüte brauchst du nicht. Wir drei schaffen wir. Ja, wenn wir die in Hand. Nein, also nur um die Leute mal, dass sie mal so ein Gefühl kriegen. Preislich sind wir günstiger als jetzt PTI. Liegen wir drunter im Retail. Das heißt, so ein Lader liegt bei knapp 2000 Euro? Oder wie? Ja, so in dem Dreh. Ne? Sag mal, das müsste ich, ich will jetzt keinen kompletten Bullshit gucken, erzählen. Aber ich weiß, so ein PT62, der liegt so um die 2000 Euro. Ja, ja. Deshalb, da sind wir auch dran. Und wir sind so ein bisschen teurer als Garrett, aber dafür ist bei uns viel mehr drin als in dem Package-Content von Garrett. Und es spult besser und es sieht besser aus und mehr Leistung und überhaupt. Weil wir sind jetzt gerade in der Turbomaterie drin. Ne? Wir sind jetzt gerade in der Turbomaterie drin. So, ne? So, wie gesagt, das ist ein Ölrestriktor, Ölfilter. Und du kannst deinen Druck- oder Temperatursensor, oder mit Bosch, sage ich mal, der hat ja zwei Sensoren in einem, kannst du das Pre-Turbo reinmachen und du musst nicht mehr mit dem alten langen Filter, Temperature Bank,
Weißt du, du hast ja nachher so ein... Nee, das ist falsch. Nee, du brauchst den anderen. Ja, weil der ist für Twin Turbo. Du brauchst den Pro. Ja, so, gut, dass du da mit noch hier, ne? Nee, aber... Nee. Ey, du hast den falschen geklaut. Ja, du hast den falschen. Nee, nein. Zurückgeben darfst du weil, den geklaut nicht. Pass auf, weil witzigerweise ist... ich habe ja bei den Limo-Motor das Problem gehabt, dass ich ja diese Ölerei hatte nach dem ersten Mal starten. Ja. So, weil gleitgelagert, Turbolader, Trockensumpf, alles umgebaut, keine Ahnung, Öltank, wohin und so weiter. Und hier wäre das Geile, du machst das einfach in die Vorlaufleitung von den beiden Turboladern und kannst halt einfach, kann man den vom Flow her auch einstellen, wie viel durchgeht? Oder jetzt hat er einen gezielten Wert? Pass mal auf. Kommt jetzt. Boost Reference, das heißt, das Ding funktioniert ähnlich wie ein Benzindruckregler. Du machst den Ladedruckschlauch, das heißt, dass der sich entsprechend anpasst. Weil PTI hat ja auch zum Beispiel das Problem, dass die ölen wie Sau, ne? die schiffen raus. Und nur für die PTI-Applikation haben wir sogar einen Restriktor gebaut, der dann noch einen zusätzlichen Anschluss hat, NPT, dass du das an deine Ansaugbrücke machen kannst. Und der passt sich dann ähnlich von der Funktion her an wie ein Benzindruckregler, dass der den Öldruck steuert. Okay, also das heißt, ich gehe unten mit Öldruck rein. Ja. Hier kann ich auf die beiden Turbolader gehen. Genau. Ja. Hier habe ich Öldruck, Öltemperatur und hier gehe ich wie beim Benzindruckregler an die Ansaugbrücke. Ja. Und er denkt halt in Anführungsstrichen, mehr Ladedruck heißt mehr Motordrehzahl. Oder mehr Öl. Und dementsprechend halte ich aber den Öldruck konstant. Ja, genau. Aber er hält den konstant. Also maximal, also die bleiben bei 40 PSI. Weil das ist das, was bei kugelgelagerten Turbo halt maximal zulässig ist. Aber auch schon bei geringeren Drehzahlen und bei geringeren Drücken, zum Beispiel bei PTI, dass er dann hier richtig schön einregelt und nicht zu viel Öl durchkommt. Ich kann ihn nicht einstellen, aber es gehen maximal 40 PSI. Ja, genau. Das sind knappe 3 Bar durch. Genau, ja, so dass die halt nicht ölen wie Sau. Ne? Und du kannst ist auch immer gut zum Testen auch bei mir. Ne? Ja, ja. Ja. So, wieder unendlich langes technisches Video geworden. Ich könnte noch einen raushauen. Mit einer kleinen Entertainment-Einlage am Ende, definitiv. Komm, ganz schnell. Das ist wirklich Teleshopping hier heute. Nein, das ist Aal-Andi, Mensch. Aal-Andi am Fischmarkt. So. Nichts Besseres, 9 Uhr morgens, sonntags auf dem Fischmarkt, komplett weggerissen. Ja, aus wie ein Gewindefahrwerk hier fast. Ja, das ist mechanische Benzindruckregler. Ne, das fängt bei Dash 10 an und dann haben wir auch noch das Gardena Stecksystem mit 12. Ne? Ja. Also alles, was... Ne? Weißt du, und dann... Das heißt einfach einen Benzindruckregler, der auch richtig Volumen mockert. Yes, ja. Also weil Methanol zum Beispiel, weil Methanol oder E85 schon, du brauchst halt mehr Sprit. Ja, ja. Nun, bei Methanol ist das extrem. Du hast das ja bei Paul seinem Auto gesehen, hier bei dem GTR. Der hat ja Spritzulaufleitung, weißt du? Ja. Manche Leute haben nicht so Dachrinnen. So, weißt du? Also ich hoffe, das bei mir bei der Limo in den Griff zu bekommen, dadurch, dass ich die Pumpe regeln kann. Ja. Dass einfach gar nicht so wie Sprit nach vorne geht. Ja, wenn das nicht der Fall ist, können wir die auf jeden Fall auch noch einpacken. Ja, ne, deshalb, da machen wir schon was. Deshalb lass uns mal den Hafen aufreißen. So, wir sind hier die Hütte abbrennen. So. Ja, ich würde sagen, tschüss, danke fürs Zuschauen. Danke für die Entertainment-Anlage am Ende. Hätte man eigentlich Eintritt nehmen müssen, jetzt am Ende nochmal. Und ja, wenn ihr Bock auf ein bisschen Technik habt, kommt nächstes Jahr in Köln auf der Motorsport-Expo vorbei. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, man sieht die Menge. Tschüss. Ciao.